Ho, ho, ho! Steckst du auch schon in den Weihnachtsvorbereitungen? Die Weihnachtsmärkte haben geöffnet und die Jagd nach den besten Geschenken ist im vollen Gange. Ach, Weihnachten! Mir ist das alles viel zu stressig. Ich kaufe meine Geschenke online. Das geht einfach, schnell und ich muss noch nicht mal aus dem Haus. Ja, Online-Shopping ist schon eine praktische Sache. Doch es gibt auch ein paar Dinge, die du beachten solltest. Beachten? Wieso denn? Im Internet ist doch alles viel günstiger. Schau mal, diese Winterjacke. Die würde im Geschäft mindestens das Doppelte kosten. Ein riesiges Schnäppchen. Vorsicht bei Markensachen, die besonders billig angeboten werden. Denn auch wenn Online-Shops eine DE-Endung haben, sitzen die Betreiber oftmals selbst nicht einmal in Europa, sondern verschicken ihre Ware zum Beispiel aus Asien. Und diese stellt sich häufig auch noch als Fälschung heraus. Das ist dann nicht nur ärgerlich, sondern auch noch illegal. Wenn ein Paket mit gefälschter Ware vom Zoll entdeckt wird, kann es sein, dass der echte Hersteller Schadenersatz von dir fordert. Okay, ist ja gut. Aber niemand kann im Vorhinein wissen, ob es sich um gefälschte oder echte Ware handelt. Produkte, die zu unglaublich günstigen Preisen angeboten werden, sollten dich direkt von vornherein schon stutzig machen. Wenn dann auf der Website auch keine näheren Informationen zum Verkäufer zu finden sind, solltest du dort nichts kaufen. Auf der Website Watchlist Internet findest du hilfreiche Tipps, wie du dich vor dem Kauf von Billigplagiaten schützen kannst. Hier werden auch regelmäßig Webseiten veröffentlicht, die gefälschte Markenware anbieten. Also kauft man doch direkt beim Hersteller. Dann kann auch gar nichts mehr passieren. Am sichersten ist es wirklich, online direkt beim Hersteller einzukaufen. Zumindest weißt du dann, dass du keine Fälschung erhältst. Dennoch kann es natürlich einmal dazu kommen, dass dir ein Fehler bei der Bestellung passiert oder die gelieferte Ware fehlerhaft oder kaputt ist. Ha! Das ist dann eben das Risiko. Dagegen kann man wirklich nichts machen. Stimmt nicht. Bist du dir nach einem Kauf im Internet doch nicht mehr so sicher mit deiner Bestellung, kannst du sie direkt beim Händler widerrufen, noch bevor er dir die Ware zugeschickt hat. Aber auch wenn du das Paket schon erhalten hast, gilt innerhalb der EU ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Dazu musst du die Ware einfach mit einer entsprechenden Erklärung zurückschicken. Er muss dir dann dein Geld zurückerstatten. Dasselbe gilt natürlich auch für im Internet abgeschlossene Dienstleistungsverträge, zum Beispiel einen Handyvertrag. Aber wenn diese Frist vorbei ist, ist der Verkäufer in Sicherheit. Naja, ganz so pauschal lässt sich das auch nicht sagen. Zum Beispiel kann es ja passieren, dass sich dein neues Handy nach 3 Monaten ohne erkennbaren Grund plötzlich nicht mehr einschalten lässt. Oh, da hast du denn aber wirklich großes Pech gehabt. Natürlich ist es ärgerlich, wenn so etwas passiert. Aber auch in solch einem Fall schützt dich das Gesetz. Denn über 2 Jahre hast du das Recht darauf, fehlerhafte Ware ausbessern oder ersetzen zu lassen. Tritt der Fehler innerhalb der ersten 6 Monate auf, funktioniert das in den meisten Fällen auch reibungslos, weil man davon ausgeht, dass das Produkt bereits bei der Auslieferung defekt war. Nach den ersten 6 Monaten musst du im Zweifelsfall beweisen können, dass der Mangel bereits von Anfang an vorgelegen und du ihn nicht selbst verschuldet hast. Das wird doch aber niemals gelingen. Dann ist der Verkäufer ja schnell fein raus. Das Recht auf Reparatur oder Umtausch kann auch gesetzlich durchgesetzt werden. Gutachter können nämlich feststellen, zu welchem Zeitpunkt sich ein Mangel bei einer Ware eingestellt hat. Aber ein Anwalt ist teuer. Da muss sich der Verkäufer also keine großen Sorgen machen. Viele Kunden können sich das ja gar nicht leisten. Stimmt. Einen Anwalt zu Rate zu ziehen, kostet viel Geld. Aber es muss ja auch nicht gleich vor Gericht gehen. Wenn sich Verkäufer und Käufer wirklich nicht einigen können, gibt es noch die Möglichkeit, den Online-Schlichter einzuschalten. Dieses Projekt stammt aus Baden-Württemberg und wird von den Verbraucherschutzministerien einiger Bundesländer unterstützt. Es bietet dir als Käufer bei Streitigkeiten im Onlinehandel zu vermitteln. Und das Ganze kostenlos.
Du findest das Thema Online-Shopping trotzdem noch etwas kompliziert und verwirrend? Ich würde dir raten, als erstes immer mit deinen Eltern zu sprechen, wenn du ein Problem beim Einkaufen im Internet hast. Dann könnt ihr euch gemeinsam überlegen, wie ihr die Sache angeht. Ich wünsche dir viel Spaß beim Einkaufen deiner Geschenke, egal ob im Geschäft oder online. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Watch your web.